Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Stormy. Die Special Event Woche 46 steht bevor. Auf welche Saurier ihr da trefft, welche Strike Events ihr die Woche machen könnt und wann das Ganze so stattfindet, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Live. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht sie gerade schon eingeblendet. Special Event Woche Nummer 46 müsste das mittlerweile sein. Das heißt, wir nähern uns fast dem Jubiläum, dass es ein Jahr die Special Event Wochen gibt. Es gab ein paar Änderungen in der Vergangenheit, da können wir auch jetzt gerne drüber sprechen und ihr könnt gerne eure Meinung nochmal in die Kommentare dazu schreiben. Ihr seht, das Ganze geht von 8. April bis 14. April, sprich heute Nachmittag 16 Uhr geht's los, 15. April, 15 Uhr ist es vorbei. Thema ist Hybrid Legacy, also die starken Hybride sind wieder am Start und das hat auch einen guten Grund, denn die Saison geht auch bis zum 15. und da sind jetzt Saurier dabei, die ihr. Oder die Saurier dabei, die ihr für die meisten, beziehungsweise die meisten Hybride eigentlich haben. Klar, das stimmt nicht immer, aber Nodo zum Beispiel mit Nodo Pato, welcher wiederum drei Hybride hat. Pato genauso, Ankylosaurus für Ankyntro und Ratchakylo, T-Rex für Indominus und Early Dominus und Trichosaurus und den Indoraptor. Und da sind halt so indirekt für den Indoraptor, das weiß ich, ja, das sind halt verschiedene dabei. Und. Es sind auch wieder verschiedene Strike-Events dabei. Ihr seht, das Ganze ist aufgeteilt. Montag, Dienstag sind die seltenen am Start. Donnerstag, ein Tag, vielleicht ein bisschen wenig, sind die gewöhnlichen dabei. Und dann Samstag und Sonntag sind die epischen am Start. Ihr seht, bevor wir auf die einzelnen Saurier eingehen, unten noch die Strike-Events. Da würde ich aber auch nochmal näher drauf eingehen, sobald die Leaks da sind. Ihr seht, es sind wieder gut aufgeteilt. Und ich finde es auch okay, dass es nur zwei epische sind. Denkt man an die Anfangszeit zurück, da war es nur ein epischer, das war auch okay. Hier sind jetzt zwei epische, ein Master-Event, ein fünfstufiges Advanced-Event. Das sollte also auch relativ leicht wieder werden, hoffe ich zumindest. Sollten wir also schaffen. Hybrid Legacy, war das mit Triostronics vielleicht? Ich weiß es nicht mehr genau, welche das waren, aber wenn die Leaks raus sind, werde ich euch das zeigen. Wir haben wieder zwei Gerüche und da bin ich mal gespannt, ob das die epischen Gerüche sind, also wo man einen epischen rausbekommen kann. Die sind grau markiert und es gibt wieder drei Schatz-Huts die Woche. Die finden Mittwoch, Freitag und Samstag statt. Sprich, immer an dem Tag, wo sie da stehen, beginnen sie um 16 Uhr bis den darauffolgenden Tag um 15 Uhr. Und es gibt noch ein paar kleine Strike-Events. Ich finde persönlich bei den Strike-Events die Mischung mittlerweile oder finde die sehr, sehr gut. Es sind ein paar weniger geworden und das finde ich auch okay. Bei den Sauriern, seltene als auch epische, alles soweit gut. Drei jeweils, 2 Tage Zeit, völlig ausreichend. Bei den gewöhnlichen, ja, das finde ich ein bisschen krass. Es sind vier Saurier. Es gibt ja nur noch 9 Versuche pro gewöhnlichem Saurier. Das heißt, es sind da ein bisschen weniger geworden. Das ist auch okay. Das passt wiederum dazu, dass es nur ein Tag ist. Aber 36 Versuche an einem Tag, holy shit. Wenn man da auf einen Saurier gehen möchte, zum Beispiel Stegosaurus, weil der ist nur Park-only, das wird jetzt schwierig, ja. Und jetzt schauen wir uns mal die Saurier im Detail an und schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Ich finde es nicht allzu schlecht, wie es gemacht wurde, denn. Ich glaube tatsächlich, an den Tagen, wo momentan nichts ist, wird in der Zukunft irgendein zusätzliches Event kommen, was wir so noch gar nicht kennen, was neu sein wird, dass es dann als Lückenfüller dient. Ansonsten bin ich aber auch andersrum wieder ganz froh, dass man mal einen Tag in der Woche hat, wo man verschnaufen kann, wobei man sagen muss, Donnerstag, okay, da ist das epische Strike-Event, da muss man sowieso raus, da kann man nebenbei auch noch ein paar Stops abfahren. Kommen wir zu den Sauriern der Woche. Wir haben ja, wie gesagt, Montag und Dienstag die eh seltenen Saurier. Haben drei verschiedene, also jetzt dann noch 18 Versuche, das ist auch gleich geblieben. Spawn-Cooldown-Zeit, wie immer 3 Stunden bei den seltenen. Wir haben Nodosaurus, Amargasaurus, Utahraptor. Spawn, glaube ich, alle drei global. Amarga, glaube ich, täglich. Nodo auch. Utah, glaube ich, sogar Tag und Nacht. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wenn ich da was Falsches sage. Da bin ich gar nicht momentan so auf dem letzten Stand, beziehungsweise habe da ein paar Sachen vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Alle drei spawnen global, alle drei haben ihre Hybride. Nodosaurus hat den Nodopatosaurus, welcher wiederum drei legendäre Hybride hat, mit dem Giga-Spica, dem Stegodeus und dem Nodopato-Titan. So war es, glaube ich, richtig. Amargasaurus hat Tuaramoloch indirekt über den Paramoloch, glaube ich. Nee, gar nicht. Amarga war, das war Fail. Das war der Dings, der Parasaurolophus, der die Woche noch kommt. Amarga hat natürlich den Dragodistes als Hybriden und den Giga-Spica, wenn ich das richtig sehe. Der hat den als direkt natürlich den Amargacephalus oder Amargocephalus, genau, welcher wiederum dann den Dragodistes hat. Dann haben wir noch Utahraptor,
Der hat den Utah-Sinoraptor und damit den Utah-Rhinex indirekt als Hybriden. Sehr, sehr stark. Vielleicht sollte man auch auf den Utah-Raptor gehen. Und hat dann wiederum noch den Spinotaraptor, welcher wiederum den Spinotasuchus als Hybriden hat, welcher auch nicht so schlecht ist. Da von diesen Sauriern momentan der Utahraptor als einziger einen indirekten, einzigartigen Hybriden hat, würde ich tatsächlich an eurer Stelle auf Utahraptor gehen. Ihr macht aber hier definitiv auch nichts falsch, wenn ihr das aufteilt. Andersrum kann man auch sagen, habe ich noch keinen der Hybride, könnte man eventuell auf Amagasaurus gehen. Tragodistis ist relativ einfach zu bekommen. Mein Stegodeus, Parkspawn der Stegosaurus, welcher guter Hybrid. Gut, Giga, Spiga, Nodopato, Titan sind ein bisschen einfacher zu bekommen. Utahraptor, die anderen Bestandteile auch. Aber Tragodistis ist am Anfang ganz gut. Von daher teilt es euch auf. Ich denke, da macht ihr nicht viel falsch, wenn ihr eure Versuche aufteilt und euch keinen Stress macht, dass ihr einem Saurier hinterherrennt. Kommen wir zu den gewöhnlichen. Vier verschiedene: Apatosaurus, Velociraptor, Stegosaurus, Parasaurolophus. Damit insgesamt 36 Versuche, Spawncooldown und Zeit 1 Stunde und das wird heavy da an einem Tag. Sprich von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 15 Uhr die Versuche aufzubauen. Zumindest für mich, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Auch wenn ich hier viel auf den Stegosaurus anwenden wollen würde, denn der Stegodeus, den möchte ich diese Season noch einmal leveln. Da fehlt mir auch nicht mehr so viel. Apatosaurus spawnt sonst global, Velociraptor in der Dämmerung und der Dunkelheit global, Stegosaurus Park-only und Parasaurolophus Zone 4. Parasaurolophus hat natürlich Tragodistis als Hybriden, als auch den Turamoloch indirekt. Stegosaurus hat den Stegodeus und den Stegoceratops als Hybriden und damit auch Monostegotops. Velociraptor natürlich für Indominus Rex, damit auch indirekt für den Indoraptor, aber auch direkt für den Indoraptor und indirekt für den Erlindominus. Apatosaurus nur den Nodopatosaurus, damit aber indirekt auch für Giga Spica, Nodopato, Titan und Stegodeus. Ich persönlich kann euch hier die Stegosaurus ans Herz legen, denn der ist Park-only momentan. Und die Hybride, die da rauskommen, gerade Monostego momentan sehr, sehr gut in der Arena einzusetzen, könnte man also auf Stegosaurus gehen. Ich persönlich glaube aber, der ist jetzt schon relativ lange im Park, dass jetzt zum Sommer werden sich wieder, so wird es wieder so ein schöner Post kommen, die Winter haben sich geändert oder so und das führt dazu, dass die Saurier jetzt an den Spawn. Da glaube ich tatsächlich, dass der Stegosaurus wieder aus dem Park rausrücken wird. Ist aber nur eine Vermutung, ist nicht sicher. Deswegen hier die Empfehlung, auf Stegosaurus zu gehen. Oder aber auf Velociraptor, denn den braucht ihr für den Indoraptor, als auch für den Erlindominus indirekt. Und da macht ihr nichts falsch. Kommen wir noch zu dem epischen Wochenende. Das macht es mir wirklich wieder sehr schwer. Samstag geht's los, 16 Uhr bis Montag, 15 Uhr. Ankylosaurus, Sinoceratops, Tyrannosaurus Rex. 9 Versuche, Spawn-Cooldown-Zeit 6 Stunden. Ankylosaurus Park spawnt, T-Rex spawnt global und Sino Zonen spawnt. Von daher würde ich erstmal direkt sagen, Ankylosaurus, gute Wahl, denn der ist nur im Park vorzufinden, hat indirekt den Trichosaurus und indirekt den Tioracher dabei. Ich persönlich werde auch wahrscheinlich hier auf ihn gehen, denn den Tioracher will ich jetzt auf 30 bekommen, irgendwann, solange ich Byango genug bekomme. T-Rex spawnt global, hat aber auch indirekt den Eridominus als Hybriden. Und auch den Indoraptor hat direkt als Hybriden natürlich den Indominus Rex und hat als direkten Hybriden den Trichosaurus, also sehr begehrt. Andersrum, Sinoceratops hat natürlich auch indirekt Utahrhinex und Torodolosaurus. Ich persönlich würde sagen, geht hier auf das, wo euch der Hybrid am ehesten, wo ihr den Hybrid am ehesten erstellen könnt, sei es ein Indoraptor, dann geht auf T-Rex, sei es ein Tioracher, dann geht auf Ankylo. Torodolo natürlich auf Sino. Ich habe euch das jetzt, denke ich, gesagt, was so für Hybride die haben. Ich kenne meine Wahl, also ich gehe die Woche auf Ankylo, auf Stego und am Montag gehe ich auf alle drei. Dann nehme ich das, was mir vor die Finte läuft, bei den seltenen. Und ich hoffe, euch kann das so ein bisschen weiterhelfen. Die Strike-Events werden natürlich die Woche noch geleakt werden, hoffe ich zumindest. Ansonsten gibt es auch Strike-Event-Guides die Woche wieder. Und ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch ein kostenloses Abo. Dann schaffen wir die 2100 noch bis zu meinem Geburtstag. Und ja. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Wochenstart. Macht's gut, bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream und ciao.